Herzlich willkommen bei den Van- und Kastenwagen-News Januar 21. Lassen wir noch mal kurz Revue passieren, was sich denn in diesem Bereich zum Start 2021 alles ändert. Ihr habt es bestimmt schon live erlebt. Leider sind die Diesel- und auch die Benzinpreise zum Jahr 2021 leicht gestiegen. Der Liter Benzin ca. 7 Cent und der Liter Diesel ca. 8 Cent. Grund dafür ist kurz zusammengefasst eine Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Das bedeutet, dass wir eine gewisse CO2-Abgabe entsprechend für die fossilen Kraftstoffe zu entrichten haben. Ziel dieser ganzen Maßnahme ist, dass man auf alternative Antriebskonzepte setzt bzw. diese attraktiver macht, und auch die CO2-Abgabe selbst wird sich in den nächsten Jahren Schritt für Schritt erhöhen. Wie viel das genau wird und wie viel du in Zukunft bezahlen musst, habe ich dir unten im Artikel verlinkt. Dann hat sich in der Schweiz was geändert. Falls du einen Wohnwagen nutzt oder auch einen schwereren Anhänger über 750 Kilogramm, diese dürfen unter gewissen Voraussetzungen in Zukunft in der Schweiz bis zu 100 km/h bewegt werden. Da gibt es gewisse Regularien zu beachten bzw. Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Falls es dich interessiert, auch der Artikel unten in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du gerne selbst nachlesen und es dann entsprechend umsetzen. Auch in Frankreich hat sich zum Jahr 2021 was geändert. Fährst du ein Reisemobil bzw. Wohnmobil über 3,5 Tonnen, hast du in Zukunft Sorge zu tragen, dass du einen sogenannten Tote-Winkel-Aufkleber am Fahrzeug anbringst. Dieser muss an beiden Seiten und am Heck gut sichtbar aufgeklebt werden. Wir empfehlen dir auf jeden Fall, diesen Aufkleber aufzukleben. Die Strafen sind hoch, bis zu 135 Euro. Den Aufkleber bekommst du an den Tankstellen in grenznaher Region, und damit aufkleben, reinfahren, keine Probleme. Dann ist immer noch die zweijährliche Gasprüfung ausgesetzt, zuerst mal bis 01.01.2023. Grund hierfür ist, dass die Messgeräte für die Prüfung den Qualitätsanforderungen nicht entsprechen und somit keine Gasprüfung zum Erlangen der HU notwendig ist. Also wie gesagt, bis zum 01.01.2023 erstmal befristet. Kann natürlich sein, wenn entsprechende Messgeräte im Vorfeld oder beziehungsweise in der nächsten Zeit dann zur Verfügung gestellt werden können, dass es da eine Änderung gibt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, und falls du ein Video speziell darüber haben möchtest und du mehr Informationen irgendwie benötigst, schreib es unten in die Kommentare, dann machen wir gern was dazu für dich. Fährst du gern über Österreich, musst du leider seit 2021 bzw. seit Ende 2020 mehr Geld für die Vignette berappen. Also die wird je nach Gültigkeitszeitraum bis zu 1,40 Euro teurer. Wie genau die Vignette teurer wird und was sie für dich kostet, haben wir natürlich unten verlinkt. Sprechen wir über die Neuzulassungen im Jahr 2020. Also das Jahr 2020, falls du versucht hast, ein Wohnmobil, Kastenwagen oder was auch immer zu kaufen, lange Lieferzeiten, das war einfach ein Rekordjahr für die komplette Branche und speziell im Reisemobilbereich für die Kastenwagen bzw. Vans, die in diesem Segment wirklich ein starkes Wachstum hinlegen konnten. Im Reisemobilbereich wurden 2020 mehr als 100.000 Fahrzeuge zugelassen. Das ist im Verhältnis zu 2019 ein Plus von mehr als 40%. Und auch der Dezember 2020 war ein Rekordmonat. Viele haben noch die Mehrwertsteuersenkung, die 3% mitgenommen. Und auch wenn man es global betrachtet, hat der Fiat Ducato selbst wirklich ein Rekordjahr bzw. Rekordmonat hinlegen können. Liegt auch daran natürlich, dass durch die aktuelle Lage viel Bedarf an Transportfahrzeugen bzw. auch Paketzustellern vorhanden war. Dann haben wir mittlerweile Ende Januar, und Ende Januar ist traditionsgemäß die CMT in Stuttgart. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Die CMT ist verschoben auf Ende Frühjahr bzw. Anfang Sommer diesen Jahres. Der Termin steht noch nicht hundertprozentig fest. Allerdings wird es eine kleine CMT digital geben, also da wird es verschiedene Neuheiten geben, die präsentiert werden. Die findet morgen statt ab 9 Uhr. Die Inhalte sind auch danach noch digital abrufbar. Wie das alles funktioniert, wo du dich registrieren kannst, um live dabei zu sein oder auch später, habe ich dir unten natürlich auch verlinkt. Dann macht der Abgasskandal leider auch nicht in der Wohnmobilbranche Halt oder vor der Wohnmobilbranche. Also speziell Fahrgestelle, die auf dem Fiat Ducato basieren und nicht nach Euro 6D Temp zertifiziert wurden, sind komplett bzw. teilweise betroffen. Wir werden dazu nochmal ein extra Video produzieren, wo wir einfach dir aufzeigen können, ob du betroffen bist und was du machen kannst. Was du bisher machen kannst, ist, kontaktiere deinen Händler. Er kann dir bestimmt auch Auskunft darüber geben, ob du betroffen bist oder nicht. Und sonst heißt es abwarten und die ersten Urteile entsprechend abwarten und dann umsetzen.
Dann ein Riesenthema, das schlägt gerade richtig Wellen am Markt und wir haben auch ganz viele Zuschriften aus der Community dazu, sind Lieferprobleme bei Fiat. Worum geht es konkret? Also die ganzen Aufbauhersteller bekommen keine Fahrzeuge von Fiat rechtzeitig geliefert wie geplant, weil Fiat im Lieferverzug ist. Und somit kann es durchaus sein, dass dein Fahrzeug, Modelljahr 21, also Auslieferung bei den meisten Herstellern bis September, nicht rechtzeitig fertig wird und du Modelljahr 22 bekommst. Das Thema ist, bei Modelljahr 22 könnte es eventuell sein, dass es zu Preisanpassungen kommt. Das bedeutet, das Fahrzeug wird für dich teurer. Und der Fiat soll zum Modelljahr 2022 ein Facelift erhalten, wo das Armaturenbrett und andere Assistenzsysteme zum Beispiel neu gepflegt bzw. neu ausgerichtet sind. Da machen wir auch ein Video zu, sobald das alles klar ist. Was du jetzt konkret machen kannst, ist einmal, du kannst wechseln auf ein Citroën-Chassis. Sprich mit deinem Händler, ob das möglich ist, ob er noch Kontingent von Citroën bekommt. Oder die Alternative, du wartest, Modelljahr 22, bezahlst eventuell einen Aufpreis, bekommst dann natürlich klar das neue Modell mit dem neuen Armaturenbrett und der neuen Technik. Aber wenn du das nicht möchtest und noch dieses Jahr wegfahren willst, nicht erst im Spätherbst, kontaktiere am besten deinen Händler, was man hier konkret machen kann. Hashtag 321off. Möchtest du, dass deine schönsten Urlaubbilder mit deinem Kastenwagen oder Van gezeigt werden, dann markier dein Bild mit dem Hashtag 321off auf Instagram. Wir stellen in Zukunft die drei besten Bilder jeden Monat vor, die sind dann hier sichtbar. Und der Hintergrund dadurch, das Reisen ist im Moment leider ein bisschen schwierig und wir persönlich schwelgen auch gerne in Erinnerungen. Also jetzt um die Zeit im letzten Jahr waren wir in Marokko, da hat es 25 Grad gehabt und ja, kein Schnee so wie hier. Und wir wollen uns einfach auf das Jahr freuen, auf das tolle Reisejahr 2021. Und das ist der Hintergrund. Deswegen Hashtag 321off, wenn du möchtest, dass dein tolles Urlaubsbild hier gezeigt wird. Wir werden oft gefragt aus der Community, wie wir denn Dinge befestigen im Fahrzeug, ohne irgendwie was festbohren zu müssen oder sonst wie. Und da haben wir einen Tipp auch aus der Community erhalten und das sind selbstklebende Schrauben. Also wie ihr hier sehen könnt, da ist eine Schraube dran, da kannst du mit einer Mutter das festmachen. Eine Schraube hält bis zu 8 Kilogramm, das ist vom Hersteller Screwolution. Und die haben uns freundlicherweise ein Set zur Verfügung gestellt, das wir hier verlosen dürfen. Und zwar kannst du 2 Stück von den Schrauben hier gewinnen, dann schreibst du bitte in den Kommentar unten Schrauben oder du kannst 2 Stück von den Haken gewinnen, das ist im Prinzip das gleiche System, auch selbstklebend hinten mit einem Haken vorne dran, dann schreibst du bitte unten in die Kommentare Haken. Wichtig, wir versenden nur nach Deutschland, also bitte nur teilnehmen, wenn du eine deutsche Adresse hast. Und mit den Schrauben kann man zum Beispiel so eine Hakenleiste befestigen, Regale oder was auch immer. Keine Grenzen gesetzt in der Heckgarage, wie gesagt, ohne zu schrauben, einfach befestigen, bis zu 8 Kilogramm pro Schraube. Und der Gewinner, den teilen wir dann in den nächsten Monatsnews mit. Also abonniere den Kanal, damit du auf jeden Fall deinen Gewinn nicht verpasst. Ich hoffe, dir gefällt das neue Format. Wenn du immer auf dem aktuellen Stand bleiben möchtest, was das Thema Kastenwagen und Van bzw. die Branche an sich betrifft, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wir stellen jetzt diese News regelmäßig vor. Und wenn du irgendwelche Wünsche hast oder Themen, die dich interessieren, schreib es gerne unten in die Kommentare. Die werden wir dann entsprechend berücksichtigen. Und ich sage, habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao!